Ich baue mal hier was Feines, ne? Mach das, mach das. Oh Mann. Was denn? Das ist aber auch eine komische Konstellation hier. Was meinen? Ja, also wir haben ganz normal nach dem Modell gebaut und die sind alle hoch und da, hoch und da, hoch und da. Ja, ganz merkwürdig. Warum haben wir eigentlich hier die Brücke und das andere ist so weit weg? Wie meinen? Die Brücken! Das hast du gerade gesagt, ja. Ja, und jetzt, wenn wir über die eine Brücke gehen, müssen wir voll weit laufen, damit wir zur nächsten Brücke kommen. Ja, weil die halt hier an dieser Insel ist. Deswegen ist die Brücke hier, weil wir die wegen dieser Insel hier haben. Ja, und was ist, das heißt, wir laufen jetzt extra ganz weit den Weg über die eine Insel, um die Brücke zur nächsten Insel zu kriegen. Ja, wir haben sie halt erstmal einfach da. Wir können sie mir auch mehrere machen, das wäre doch Wumpe. Und wofür wolltest du die erste Insel? Lager, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Hä? Ich dachte, du wolltest das jetzt für Beete nehmen und das fürs Lager. Jetzt nicht mehr, nö. Dann willst du jetzt das Lager haben? Keine Ahnung, mir egal. Wenn man hier was sehen würde, wäre ganz geil. Es ist doof. Was ist doof? Was ich gerade mache. Guckst du gerade, ob du es mit dem Steinweg hier wegkriegst? Nö. Was machst du da mit dem Steinweg? Und dem... Ach so. Ach so. So. Obwohl, scheiße, nicht ganz mittig. Verdammt! Oh Mann! Aber der längliche stimmt? Ja, der längliche kann bleiben. Okay. Drei. Passt, ne? Na. Ich hab noch nicht geguckt. Nee, ist auch wieder schief. Ach komm. Deckst du gleich. Warte. Ja, dass du Dinge auch nicht drehen kannst, ist lästig. Obwohl, so reicht auch. Kann man nicht drehen? Nee, du musst dich mitdrehen. Gibt's hier einen Steine? Ja, die sammle ich die ganze Zeit schon auf. Cool, dass wir mal respawnen. Das ist ja purer Luxus. Machst du den Weg auch in die andere Richtung? Welche andere? Cool, nice. In die andere halt. Also auch hier lang. Erstmal noch nicht, nein. Ich hatte ja gerade was mit dem Weg vor, deswegen habe ich ja noch nicht weitergemacht. Nochmal ein Regal für noch eine kleine Hütte für die Kräutermischung. Ich wollte hier einzelne Felder hinbauen. Wolltest du? Einzelne Felder hinbauen.
Achso. So, nebeneinander aber echt. Tada. Ja, nice. Siehst du hier? Haben die alle denn noch dieselbe Größe? Ja, alle die Standardgröße. Aber die sehen nicht gleich groß aus. Ah nee, die sind verschoben. Ja, du kriegst sie auch nie perfekt hier hin, weil das alles noch uneben ist und man sieht auch irgendwie nur die Hälfte. Hätte er natürlich langziehen können, aber wozu? Jetzt brauchen wir wieder ganz viele Baumstämme. Ja. Da wir die Nacht durchgemacht haben, darf ich jetzt erstmal was trinken. Ich dachte, es hat geregnet. Hat doch. Ja, ich habe da im Wasserbehälter nichts drin. Auf dem Boot vielleicht? Ja, da ja. Ein Schluck. Naja, war ja nicht viel. Ne? Ja, jetzt bin ich wieder sauber. Ach so, gut. Hab ich eben gerade eingeschlammt. Ach, Feuer kann ich immer noch nicht Aua anmachen. Ich prüfe immer so zwischendrin, ob sich das vielleicht von selbst behoben hat. Ja, wir können gleich nochmal neu starten. Ja. Du wolltest noch einen Weg in die andere Richtung haben? Wie bitte? Du wolltest noch einen Weg in die andere Richtung, sagst du, ne? So, zwei und dann da lang. Was meinst du denn jetzt? Von hier aus, ne? Ja, du wolltest vom Weg hier lang haben, sagst du. Genau, hier, guck mal. Achso, das meinst du. Ja, Steinweg. Ich meinst die Brücke, ne? Ne, wenn du was planst, dann plan doch, wenn du eine Brücke haben willst. Kannst du doch selber auch. Aber was hattest du hier vor? Ja, hier geht's gerade gar nichts. Aber nur einen Weg, den du machen wolltest. Mit dem Weg. Nee, das war nur eine Frage, weil ich dachte, du wolltest die Felder da und dahin bauen. Ich habe sie erstmal jetzt hier die zwei Richtungen gemacht. Sind auch schon mal 6 Stück. Ja gut, können wir später machen. Hauptsache schon mal der Plan da. Hier sind so unendlich viele Steine. Ja, das stimmt. Wir brauchen nochmal 6 Baumstämme. Also wir bräuchten jetzt 30 Baumstämme derzeit. Super. Problem ist, das schaffen wir nicht an einem Tag. Und wir haben schon wieder Sonne. Am Mittelpunkt stehen. Ja, deswegen mache ich auch gerade deine Steinfelder doch weiter. Weil das dann irgendwie von der Zeit hat sich das nicht großartig lohnt, noch rüberzufahren, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen gleich mal einen kurzen Break. Falls davon. Ja, genau, wäre besser. Und für den Tag, wenn wir gleich weitermachen, würde ich sagen, dass wir da dann irgendwie nochmal generell so ein bisschen planen, wie es hier und da ausschaut. Und wissen, wie viel Material wir in etwa brauchen. Ich meine, sehr viel Sinn hat das jetzt gerade noch nicht, aber dann haben wir wenigstens mal so ein bisschen drüber nachgedacht und können dann auch dementsprechend die Zeit rumkriegen. Genau. Statt sinnlos irgendwie einmal hinzufahren und oh, ist ja gleich wieder dunkel und fertig. Also ich wäre einfach hier stehen geblieben, bis der Tag halt rum ist, so. Echt? Ja, hier kannst du dich doch auslaufen. Ja, hier brauchst du, kannst auch stehen bleiben. Was passiert denn hier? Hier kommt kein riesiger Mutantenhai. Ja, das, darum geht's doch. Darum geht's doch, oder nicht? Ich bin schon fertig. Mein Essen haben wir genug. Aber trinken nicht. Haben wir noch Holz? Ein, wow. Also siehst du die darüber sagt, ja, wir haben nichts zu trinken. Also ist auch die ganze Zeit rennt. Das macht auch keinen großen Unterschied. Ja, du bist schneller kaputt und dann musst du schneller auffüllen, oder nicht? Aber wir trinken nicht, ne? Naja, egal, oh, komm, dann. Deine sind voll. Dann logge ich mich mal aus jetzt. Okay. Einmal speichern. Genau, das war auch mein Plan.
Dann weiter. Ja. Weiter. Na komm. Lade, mein Spiel, lade. Ich habe mal eben noch mal kurz Bescheid gesagt, ne? Für die Entscheidung. Naja. So. Du wolltest planen, sagst du. Genau, wenn ich halt mal da bin. Bei mir bist du da. Ja, jetzt. Also, ein Stückchen Fleisch essen. Das hier kann ich aufhängen. Was möchtest du denn bitte planen? Erzähl mal. Ja, halt, wo jetzt ein Lager hinkommt. Die Beete hast du jetzt schon geplant. Generell ein Haus. Weiß noch nicht, ob du es selber gebaut haben möchtest oder wie es am liebsten ist. Ja, wird sinnvoller, ne? Mhm. Ein Lager. Wir haben halt so viel Hügelfläche. Ein Lager, würde ich sagen, wieder die Insel da vorne. Hier vorne, direkt bei den Viechern? Ich sag da vorne, guck da hin und sie rennt dann genau an die andere Seite der Insel. Ja, aber du weißt schon, dass ich nicht neben dir stehe und das dann dementsprechend nicht sehe, oder? Das Ding ist, je nachdem, wo es sinnvoller ist für uns anzulegen. Dann entweder ist da das Lager an der Insel. Oder halt da, wo du gerade warst. Das ist die Frage. Also? Eigentlich würde ich wirklich eher bei den Viechern bevorzugen, weil da können wir auch unseren Alkohol lagern. Und wenn wir unsere Feuerpfeile und so machen, können wir noch einen Steg irgendwie zur Hälfte hinbauen. Das wollten wir eh machen. Und dann können wir auch einmal kurz zurücklaufen und quasi durch die Regale nochmal neuen Alkohol dorthin machen. Warte mal, ich geh mal kurz rüber. Und dann? Ja, lass gucken. Mir ist kalt. Das Ding ist, die haben da vorne eine Landzunge. Ja. Und ich wollte jetzt mal gucken, wie weit die im Wasser ist. Ob die da raufkommen oder nicht. Okay. War mir nicht mehr ganz sicher. Schubidubidubidu. So. Ja, du musst ja auch gucken, wie du das da am besten platzieren kannst, ne? Ja, deswegen. Das Ding ist, die haben hier eine Landzunge und auf die Landzunge kommen sie. Oh, auch alle rauf und da hinten stehen auch schon vier. Jetzt rennen sie wie die Behindert. Haben die mich gesehen? Nee, oder? Weiß ich doch nicht. Nee. Die Frage ist, ob es sinnvoller vom Lager aus oder von der anderen Insel hier, rechts aus. Den Steg rüber meine ich. Wir haben ja hier zwei Inseln. Ey, der hat auch keine Ausdauer, der Typ, ne? Der ist so unglaublich lästig. Ich weiß auch nicht, weil wenn wir von der anderen Insel gehen, dann sind wir schon ziemlich weit tief im Dorf, oder nicht? Ich sag mal so, von hier aus wäre der Weg halt rüber halt kürzer. Ja, ich muss kurz gucken, wo du überhaupt stehst. Ach, da auf der kleinen Insel. Ja, genau. Dann würden wir auch mitten in die Mitte gehen, ne? Ist aber nicht schlimm. Ne, die Landzunge können wir trotzdem ansteuern. Ja. Soll ich mal anfangen, was machen? Ich komm mal eben rüber und guck mir den Weg an. Fische! Warte mal, eigenes Fundament war, ne? Genau. Ich wollte mich gerade beschweren, ich dachte, meine Anzeige wäre jetzt auch noch weg. Ja, die Frage ist, übergehe ich. Du bist etwa knapp quasi nah ran, ne? Relativ. Ach, kannst du das so setzen?
Ja, will ich gerade mal gucken. Bist du denn? Von wo aus steuerst du das? Ach, da bist du. Guck mal, wie es hier am besten hinpasst. Das war halt relativ nah dran, so, ne? Aber halt nicht, dass das Ding Feuer fangen kann. Ach nee, das brennt ja eh nicht. Ja, von hier könnte ganz cool sein. Ich sehe halt nur extrem wenig. Boah. Ich bin halt im Wasser die ganze Zeit, ne? Ja. Ach, da bist du. Na, komm mal zurück. Okidoki, Mister. Dauert ein bisschen. Es ist halt schwer, wirklich im Schwimmen zu bauen, ne? Weil du halt hoch, runter und du kannst halt nicht ordentlich schwimmen, ne? Ja, mal sehen, wo es landet. Also ich habe eins fertig gemacht, das wird aber sehr viel Holz kosten. Oh je, Mini. Weil das Wasser halt mega tief ist, ne? Ach du Scheiße. Aber hey, wofür sind wir hier? Zu bauen. Siehst du? So. Den fände ich den. Mal sehen, was er da verpraktiziert hat. Ach du Heiliger. 260? Ich gehe trinken. Nee, aber guck mal, du siehst ja ungefähr, wo die lang geht. Boah. Boah, ja. Okay. Siehst du jetzt, warum das so tief ist? Warum man so viel braucht? Ja, wir sind dann jetzt mal 4 Tage beschäftigt, ne? Wollen wir erstmal die Brücke machen, ja? Ja. Ja, nee. Definitiv. Dann lass uns bitte erstmal die hier machen. Dann planen die mal. Gerne. Diese kleine hier, ne? Ja. Achso, warte mal, man muss sie ja seitlich planen, hab ich ganz vergessen. Deswegen sind die ja noch anders geworden, weil ich dachte, man nimmt halt eine Seite und die andere Seite erst. Achso, so hast du die auch. Ah. Ne, die andere habe ich halt anders gemacht, dass ich erst auf dem einen Ufer gemacht habe und dann ans andere gegangen bin. Aber richtigerweise macht man die, man nimmt ein Ende vom einen Ufer, geht zum anderen Ufer, macht das zweite Ende. Dann sind die weiter. Ja, das ist halt das Dumme an der ganzen Sache. Ich dachte, man macht halt erstmal den Anfang und dann zieht man es rüber. So. Ups. Zack. Voll süß, die Kleine, oder? 22. Ja, nee, ist putzig. Das sind nur 312. Hast du sowas, 22? 312 Baumstämme. Yay. Ich meine, bedenke, die Brücke hier ist der Luxus, ne? Welche? Die Kleine hier. Man ja, könnte trotzdem auch einfach mit dem großen Fluss nachher hierher kommen. Ach, nö. Aber ich würde sowieso sagen, dass wir jetzt rüberfahren und uns einfach mal ein kleines Floß bauen mit ein paar Sticks, mit ein paar Lagern. Wo dann? Das bauen wir uns drüben. Das bauen wir uns drüben, damit wir das nicht hier bauen müssten. Oder wollen wir es hier bauen? Ich würde eigentlich genug Material besorgen. Okay, erstmal so ein bisschen fertig machen. Voll. Ach komm, wir bauen uns das Floß hier. Wir holen uns ein paar Baumstämme und heute Abend oder am nächsten Tag können wir uns dann das Floß hier fertig bauen. Ja, wo bist du? Ich bin noch hier, ach, alles da. Gut. Ich würde mir gerne einen Steg bauen dafür. Dass ich nicht alles will. Okay, Steg kommt später. Erstmal das kleine Floß, ne? Genau. Hier. Hast du mal einen Seil für mich? Ja, natürlich. Haben wir noch Sticks? Nö. Doch, haben wir, klar haben wir. Ach so, wir. Ich hab verstanden, ob ich noch welche habe. So, 7 Baumstämme. Ja, 319 Baumstämme, ne?
Oh, super. Oh, Regen, cool. Die Strafe Gottes. Oder hier, wachset und gedeiht. Ich gebe euch Kraft, meine Kinder. Ich würde sagen, wir hängen mal noch ein bisschen Schildkröten auf. Ne, wir haben ja doch noch genug hängen. Auf dem Floß. Auf dem großen. So. Da hat man doch alles abgenommen gehabt für das kaputte Lagerfeuer. Ja. Sollen wir noch so einen Wasserstand aufbauen? Wir haben hier einen auf dem Boot. Das Lagerfeuer geht wieder. Ja? Ja. Ach cool, haben wir zwei jetzt diesmal drüber. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal pennen. Jetzt können wir, oder? Natürlich. Sehr schön. Also. Speichern. Ich wollte erst pennen, dann speichern. Dann schlafen. Hier passiert ja nicht viel. Trotzdem. Brennst du gerade was? Nee. Ich nehme hier oben ein Stück weg und mal Haus auf dem Grill. Es ist noch frisch. Deswegen habe ich wieder auf den Grill gehauen. Brauche ich auch noch. Ah. Ach, die ist auch kalt? Nö. Ist nur ein angenehmes Feeling, ne? Findest du, ja? Klar. Kein Trinken hier, ich glaube, sagt er. Hier ist ein kleiner Pissrest. Irgendwie kommt es da nicht richtig an, ne? Doch, ankommt es schon. Ich habe eine Schildkrötenpanzer weggeräumt. Ja. Der lag auf dem Baumstamm drauf. Ja. Mehrere vorzugsweise, aber irgendwie schon gut, nicht nur einen hier stehen zu haben, oder? Ja, dann plan da rein. Ja? Ich such gerade. Da. Toll. Ich wollte meinen Schildkrötenpanzer loswerden. Darum habe ich genervt. Ich habe nur noch gewartet, dass er fertig ist. Lass mal rüberfahren, sagen wir noch Tag mit. Ich meine, ich muss noch ein Stück Fleisch aufhängen. Wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr Essen da hängen hätten. Dann können wir auch heute Abend machen, ne? Ja. Ach ja. Ich hoffe, wir haben da keine Brücke zwischen. Nö. Hä, was ist das denn? Achso, das ist Floß. Mhm. Oh, jetzt haben wir hier auf dem Floß richtig viel trinken. Ja? Ja, die Dinger sind gut gefüllt. Super. Und das siehst du? Ja, die stehen doch direkt vor mir. Ja, dann können wir beim nächsten Mal mit dem kleinen Floß immer hin und her fahren. Kann auch einer einzeln gehen oder so. Müssen ja nicht immer beide machen. Oder bauen zwei Flüsse. Ich habe das kleine Floß geplant. Mhm. Damit man auch mal alleine rübergehen könnte und nicht jeder immer, dass wir nicht mit zusammen müssen. Ja. Weil das große können wir ja nur zusammen betätigen. Ja, eben. Lästig. Nee, finde ich eigentlich ganz cool, dass sie so ein extra Multiplayer-Ding gemacht haben. Ja, und wenn du irgendwie ein bisschen mehr Platz brauchst für Lager und dann ein großes Floß hast, dann bist du am Arsch. Ja. Halt, da oben sind welche. 4 Stück. Kommt her. Warte. Haben die uns gesehen? Weiß ich nicht. Ja, ich hab das gerade nur durch die Baumstämme durchgesehen. Na, ja, guckt so komisch.
Ja. Ne, die, warte mal, die hier forschen noch so ein bisschen da drüben. Versteckst du dich? Ja. Hat uns gesehen. Wo weißt du das? Wo die Hacker rankommen. Ja gut, so ein Floß ist ja nichts Normales, ne? Ja, aber die gehen gleich wieder. Ah. Jetzt rennen sie weg. Du versteckst dich wieder? Ja. Ja, immer noch. Da sind weggerannt. Ja, holen sie noch ein paar Leute dazu, oder was? Vielleicht, kommen wir gehen rüber. Warte. Da. Bis wohin dann? Unser Floh steht hier. Unser Ding, unsere Karre. Du musst noch ein bisschen nach hinten. Siehst du links? Das reicht. Na dann. Es ist schon wieder so ein scheiß FG. Ich glaube, es hackt, Leute. Immer wieder ein neuer Körper hier. Ja dann, Karre nehmen und go. Aber hast du die Sticks nicht mitgenommen? Hab ich doch. Achso, ich hab die jetzt auch noch bekommen. Ja, vor. Kann ein paar Bäume fällen. Passt sechs holen. Dann läuft jemand wieder. Wer? Du läufst. Nö. Du gehst doch nicht normal mit dem Karren. Doch. Du bist so schneller als ich. Ja. Das wäre laufen. Oh, okay. Ich lasse mal die Sticks. Wenn ich schon mal jetzt hier bin. Jetzt erstmal nur Sticks? Ja, wenn ich gerade schon mal hier bin, deswegen. Die stechen gerade so heraus. So, ich bin voll. Jetzt fällt wieder Bäume. Ich würde ja schon gerne versuchen, dass ich jedes Mal, wenn ich den Wagen ausgeleert habe, also den Baumstammwagen, alle Sticks weg tue und dann gleich nochmal neue hole, weißt du? Stimmt, wäre besser. So haben wir halt immer genug. Warum holzen wir eigentlich immer in der Nähe eines Dorfes ab? Weil wir keine andere Möglichkeit haben, außer lange zu fahren. Ergibt das Sinn? Nein. Vorsicht. Wo sind jetzt schon wieder? Ach, da ist der Karren. Kommt, es funktioniert, aber ich das wieder doppelt abgebaut, also zum Umfang kriege. Ja. Bäume. Na? Bäume. Jawohl, hab's gerade geklappt. Wer kann, der kann, ne? Ein Spastilein kann nur der Kalle sein. Ein was? Ein Spastilein kann nur der Kalle sein. Na klar, jetzt bin ich der Spasti. Ich mach was richtig Intelligentes und ich bin der Spasti. War schon immer mal der Spasti. Stimmt. War Spasti, dann warst du ein Schmollmops. Toll, voll gemacht. Du fährst die Karre. Ich kann nicht fahren. Kann ich nicht fahren. So, würdest du die Baumstämme nehmen? Nee. Ach, so, jetzt geht das. Schubidubidubidu. Och, kam ein Vogel geflogen. Kam ein Vogel geflogen. Jetzt nieder auf deinen Karren. Auf meine Axt.
verliert eine Feder und eine weitere. Und dem wird der Kopf abgehackt. Noch ein Effigy. Wo das war? Na, hier rechts hinter mir. Nö. Also von dir aus links. Nee, hier steht keins. Das steht nur bei dir. Das steht nur bei dir, meine Teure.